Ich grüße euch alle ganz herzlich aus der Andreasgemeinde. In diesen Tagen machen sich viele Menschen Gedanken um ihre Gesundheit. Das führt aber auch zu der Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Gerade wenn uns jetzt die Corona-Krise betrifft und auch alles, was damit einhergeht. Beziehungen werden wieder viel wichtiger. In die Familie hinein werden neue Beziehungen geknüpft. Man setzt sich mehr miteinander auseinander. In der Nachbarschaft wird Hilfe angeboten, man rückt näher zusammen, aber auch Freundschaftsbeziehungen werden einfach mehr wertgeschätzt. Ich habe von dem Autor C.S. Lewis dazu ein schönes Zitat gefunden. Er schreibt: Freundschaft ist das größte der weltlichen Güter. Für mich ist sie ganz sicher das größte Glück des Lebens. Freundschaftsbeziehungen sind einfach total wichtig. Sie sind oft wie eine zweite Familie und manchmal sogar wie eine erste Familie. Wir können mit Freunden, mit Freundinnen einfach vieles teilen, unsere Sorgen und Nöte, uns gegenseitig helfen, Hoffnung geben, beistehen. Das ist so viel wert. Wie wichtig Freundschaft ist, ist mir neulich wieder deutlich geworden. Ich habe zusammen mit Freunden geskypt, wir haben sogar virtuell ein Bier geöffnet, das war total cool. Wir konnten über alles reden, was uns gerade beschäftigt, das hat sehr gut getan. Und ich habe sogar mit Freunden neulich Skat über Skype gespielt und das Wichtige war, dass wir wirklich alles geteilt haben, was uns gerade Sorgen macht und konnten uns auch wieder gegenseitig Hoffnung machen. Mit Freunden kann man nicht nur teilen, sondern man kann füreinander beten, füreinander da sein, das ist unheimlich gut. Wenn wir sonst im Alltag so unterwegs sind, ist das ja gar nicht so einfach, immer Freundschaftsbeziehungen zu halten oder auch zu vertiefen. Aber wenn die Krise irgendwas Gutes hat, dann vielleicht das, dass wir das neu wieder verstehen und auch stark machen, auch nach der Krise, dass wir wieder mehr in unsere Beziehungen, besonders auch in unsere Freundschaftsbeziehungen investieren wollen und miteinander darin wachsen wollen. Jesus ist uns darin ja ein sehr gutes Vorbild. Auch er hat Menschen um sich geschart, die einerseits seine Schüler waren, aber auch dann seine Freunde. Er sagt da was drüber, über sie und zu ihnen im Johannesevangelium, nämlich in Johannes 15, 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt er, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus war und ist an tiefen Freundschaften interessiert. Nicht nur damals mit seinen Jüngern, sondern er will auch eine Freundschaft mit uns haben, auch heute. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir ihn immer mal wieder auch hinter die Fassade gucken lassen, dass wir vertrauensvoll zu ihm kommen, ihm alles sagen, mit ihm im Gespräch sind, von seinen Worten lernen, aber auch einfach nur hören, was sein Wille ist, was er Gutes für unser Leben hat. Und er wünscht sich nichts mehr, dass wir ihn besser kennenlernen. Es ist so toll, dass wir in ihm ja Gott begegnen können. Was für ein Vorrecht, auf diese Weise ganz einfach in dieser Freundschaftsbeziehung Gott näher kennenzulernen und tiefer kennenzulernen, in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Probiert das doch mal aus, heute und in den kommenden Tagen eure Freundschaftsbeziehungen zu stärken. Sei es, dass ihr einfach mal wieder mit einem alten Freund telefoniert, mit einer Freundin skypt, eine WhatsApp schickt, eine SMS oder vielleicht ganz klassisch eine Postkarte. Oder dass ihr einfach mal wieder betet, mit Jesus redet, auf ihn hört, auf sein Wort hört, was er zu sagen hat oder ihm euer Herz ausschüttet. Ich wünsche euch damit ganz viele gute Erfahrungen. Und ganz viele neue Erkenntnisse, was wirklich wichtig ist im Leben und was trägt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, trotz allem, dass er gesegnet ist, weil Gott in eurer Nähe ist. Macht's gut und bis bald. Tschüss.